Russland um die Jahrhundertwende. Zar Nikolaus II. Regiert mit eiserner Hand. Wer es wagt, sich für allzu gefährliche Ideen zu begeistern, wird kurzerhand in die endlosen sibirischen Weiten verbracht. Doch viele sind aus freien Stücken hier. Vom überbevölkerten Osten herkommend, hoffen sie auf eine bessere Existenz. Die längste Eisenbahn der Welt wird es möglich machen. Und damit willkommen zur 5. Mission von Kampagne 1. Und ja, ist ja schon länger keine Kampagne mehr gekommen, einfach weil ich ja gerade etwas mehr Lust auf das Projekt Lummerland hatte. Aber ja, also ist jetzt nicht so, dass ich keine Lust mehr auf Lummerland hätte. Im Gegenteil, Lummerland macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Aber ich dachte, so eine Kampagne zwischendurch, das schadet auch nicht. Und ja, gerade wenn ich sehe, dass in späteren Kampagnen, da dürfen wir auch irgendwann mal Stuttgart 21 noch bauen. Da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Das wird allerdings noch eine Ewigkeit dauern, gefühlt, bis wir dort sind. Und ja, da dachte ich, zumindest mal ein bisschen dran weiterarbeiten. Das wäre doch eine Idee. Ja, und in der heutigen Folge geht es anscheinend um die transsibirische Eisenbahn, die wir bauen sollen. Und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr schön aus. Ich fände es auch cool, wenn man solche Gebäude und Assets auch irgendwie im Schönbau verwenden könnte. Ja, mal schauen, ob es da irgendwie eine Mod zu gibt oder so, aber ja. So, jetzt muss nur noch das Spiel laden. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Und ja. Ansonsten, ich weiß nicht, ich spiele das ja am liebsten so, dass ich hier nicht cutten muss in den Kampagnen. Ich hoffe auch, dass diese Kampagne hier kurz genug ist, um sie in eine Folge reinzubringen. Es war bei der letzten Kampagne schon ein bisschen grenzwertig. Ja, weil erfahrungsgemäß werden sich schaut ihr euch Stundenvideos nur zu einem doch sehr, sehr, sehr überschaubaren Teil an. Und ich sehe das ja auch alles in den Statistiken, wenn ich sie mir anschaue. Nach Sibirien kommt man nicht unbedingt freiwillig. Doch wer einmal hier ist, lernt die Tiger bald innig zu lieben. Und nun soll hier die längste Eisenbahn der Welt vollendet werden. Du leitest ein wichtiges Ministerium des Zarenreichs. Deshalb hat der Zar dich mit diesem prestigeträchtigen Projekt betraut. Großes steht bevor. Bald wird sie vollendet sein, die Eisenbahnlinie quer über den Kontinent. Noch jedoch fehlt die wichtigste Etappe. Das Teilstück rund um den Baikalsee, die goldene Spange des russischen Stahlgürtels. Das Terrain am Ufer des Sees ist tückisch und erfordert minutiöse Vorbereitung. Ergreife die nötigen Maßnahmen, damit der Bau bald beginnen kann. Zunächst müssen die Zubringerstrecken an den Ufern des Baikalsees errichtet werden, auf dass der Nachschub an Material stets gewährleistet bleibt. Okay, sorge dafür, dass die Stahlproduktion aufgenommen wird und verbinde Irtrutsk mit, falls ich irgendwelche Namen falsch aussprechen sollte, verzeiht's mir bitte, Irkutsk mit Port Baikal sowie Ulan-Ude mit Baikalsk. Okay. Sollen das Personendinger werden, oder? Vermutlich Schiffe. Oder? Wenn ich hier Irkutsk? Nee. Okay. Nee, Schiffe haben wir schon, aber ich bin etwas überfordert. Muss ich zugeben. Okay, wir fangen mal mit der Stahlproduktion an. Ich glaube, ja, das schreit schon fast nach LKWs, würde ich sagen. Das schreit schon fast nach LKWs. Na gut, gehen wir mal hin. Schnappen uns hier einen schönen LKW und kleine Straße reicht da. Ja, oh. Ich habe hier noch auf gerade eingestellt. Das ist nicht so cool. Ja, das kriegen wir mit Kurven nämlich deutlich schöner hin.
Ach, das sollte ich mit Bahnlinien machen, okay. Ja, dann... Dann weiß ich zumindest schon mal, was gemeint ist. Das ist ja schon mal schön. So. Dann brauchen wir hier Gebäude. Und zwar jeweils eine schöne LKW-Station. Einmal hier und einmal hier. Und ja, ich bin gerade zu faul, die zu drehen. Dann noch ein schönes Straßenfahrzeugdepot. Jo. So, einmal hier hin. Und dann brauchen wir hier Fahrzeuge für, was braucht man denn? Cargo. Cargo haben wir. Ah, First Truck. Ah, ja, schön. So, 12, würde ich sagen. Und diese 12 dürfen auf eine neue Linie, die hier lang fährt. Und ich bin gerade zu faul. Ja, ich bin gerade noch zu faul. Oh, die 5 soll da nicht mehr hin. Ja, hier Linienbezeichnungen hinzumachen. Das können wir später noch. Und ja, Zeit, ja, mit der Zeit warten wir noch. So, wie sieht denn das aus? Ach, okay. Ich muss hier die Bahnhöfe irgendwie verbinden. Wenn ich das richtig sehe. Die Musik, die erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an Siedler 4. Also ich weiß nicht, kennt jemand von euch Siedler 4? Also Verzeihung, dass ich gerade ein bisschen wenig rede, verhältnismäßig, aber ich höre halt gerade einfach der Musik zu, weil ich finde das gerade äußerst interessant. So, und was soll ich jetzt noch verbinden? Verbinde Ulan-Ude mit... Wo ist Ulan-Ude? Ach, da! Mit... Ah, okay. Okay. Und das soll ich einfach mal außen vor lassen. Ja gut, ist nicht so schlimm. Gut, dann bauen wir das doch mal. Ja, das ist auch relativ eben, soweit ich das sehe. So, einmal ganz entspannt hier längs. Eventuell... Ja, komm. Wir bereiten das direkt schon mal für Personenverkehr vor. Ja, hier so ein schöner zweigleisiger Bahnhof, 120 Meter, das sollte reichen. Schön am See, nein, ich will nicht abreißen, ich wollte ihn eigentlich nur drehen, aber ich bin auf die falsche Taste gekommen. So, den einmal nach hier hinstellen, dann können wir nämlich auch die Gleise weiterbauen. So, einmal hier rüber, und dann von hier unten weiter. Ja. Genau, nach hier. So, bis hier unten hin. Zack. So, ach so, Stahl müssen wir noch produzieren. Gut, dann, ja, würde ich sagen, machen wir doch mal. Und ich glaube, komm, wir legen hier direkt mal ein zweites Gleis. Ja. Und Personenverkehr können wir ja auch draufbringen. Ja, dann verdienen wir nebenbei noch ein bisschen Geld. Ich meine, wir haben zwar ziemlich viel davon... Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir das ja auch noch. Und dann ist es ganz gut, wenn wir rentabel arbeiten. Ja, da können wir dann auch mal hingehen. Hier nochmal irgendwo einen Passagierbahnhof bauen. Ja. Ja, okay, der hat noch Zeit. Aber was wir schon mal machen können, ist hier ein bisschen Stadtverkehr einrichten. Ja, dass die Bewohner hier einmal ganz entspannt runterfahren können mit dem Bus. Ja, hier einmal so eine schöne Schleife. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Genau. So, und da hinten schließen wir das auch noch an, ist die Frage. Ja, komm, genau, dann halten wir hier. Halten nochmal hier hinten an so einer Station, fahren wieder zurück. Das wäre doch eine Methode. So, dann können wir hier nämlich ein Depot hinstellen. Und ein paar Fahrzeuge kaufen für eine neue Linie. So, diesmal Passagier, da haben wir nur die hier. So, sagen wir mal 7. Ah, 7 sind fast ein bisschen viel. Da verkaufe ich 2 Grad wieder. So, und der Rest, genau, der Rest, der darf auf eine neue Linie. Hier einmal rum. Genau, einmal im Kreis längs. Nach hier hinten. Oh. Nee, das soll er nicht an der Rosenstraße halten, sondern hier am Lindenweg. Genau, nach hier unten. So, sehr schön. So, dann das Ganze machen wir auch noch hier für Mysowska.
Misowska, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann leider kein Russisch. Ja, wäre auch, denke ich, zumindest eine interessante Sprache. Ah, da wäre es geschickt gewesen, das auf die andere Seite zu machen. Da hätten wir uns dann eine Haltestelle gespart, aber okay. So, dann hier einmal vom Bahnhof. Dann hier hinten, auch wenn dort noch niemand einsteigt. Hier vorne wieder. Hier wieder. Genau, dann hier hinten nochmal. Und da nochmal. So, und dann kommt da auch nochmal eine schöne Linie hin. Irgendwie, ja komm. Bauen wir das hier mal. Ha, nee, das ist zu teuer. Bauen wir das hier unten hin. Genau, dann können wir da auch nochmal ein paar Fahrzeuge kaufen. 5 Stück, würde ich sagen. Die dürfen auch eine neue Linie. Und zwar fährt die hier rum. Nein. Natürlich nicht auf dem Bahnhof, sondern dann hier unten längs. Ja, nach hier oben. Und dann von hier aus auch wieder zurück. Genau, in der Gegenrichtung, hier im Kreis rum. Zur Burgstraße. Okay. Sehr schön. Dann können wir da nämlich theoretisch auch Geld verdienen. Ja, ob wir es praktisch irgendwann werden, das weiß ich noch nicht. So. Ja, was jetzt noch fehlt, ist die Stahlproduktion. Aber, ja, eventuell brauchen wir da einfach ein paar LKWs mehr. So, können wir ja mal kurz klonen. So, und dann... Ja. Ich hoffe mal, ja genau, die fahren hinten zum Eisen. Was haben wir denn da schon im Lager? Ja, ein bisschen Kohle kommt an. Und ja, dadurch, dass die jetzt zum Eisen fahren, das können wir auch mal auf 4-fache Geschwindigkeit stellen. Und dann ist das keine allzu große Herausforderung mehr. So. Genau, hier oben, da darf ich aktuell noch nicht bauen. Leider. Haben wir eigentlich einen Kredit? Nö. Darlehen haben wir nicht. Das ist doch schon mal schön. Ein Staat ohne Schulden. Das ist sehr schön. Und wow. Produzieren wir hier Bomben? Kriegsmaterial. Oh, oh, oh. Ich glaube, diese Kampagne hier, die wird ziemlich gefährlich. Habe ich so die leise Vermutung. Und was ist das hier? Ist das ein Zirkuszelt? Oder sind das irgendwelche Nomaden? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und... oh. Ja, Screenshot für Thumbnail dieser Folge. Ja, für den Fall, dass ich ein Thumbnail mache. Ja, das ist ja auch bei Kampagnen immer so eine Sache. Ich kann es ja mal fotografieren. So. Haben wir so was eigentlich auch noch hier in den anderen Städten? Hier Ulan-Ude? Nö. Haben wir nur in Irkutsk. Aber okay. So, und ja, keine Ahnung. Ich würde diese Bahnstrecke hier jetzt einfach ganz gerne nutzen. Ja, das sind ein paar schöne kleine Orte. Da dran. Da könnte man doch theoretisch. So, bauen wir einfach mal noch einen Bahnhof hin. Ein Gleis, 120 Meter. Ja, hier ans Ende der Straße. Genau, und... Sie wird dereinst den Baikal wie ein Schmuckstück umfassen. Der Bau erfordert äußerstes Geschick. Und kosten tut das Ganze einen immensen Haufen Geld. Mach dich daran, die erste Teiletappe der Strecke zu erstellen, die als Meisterleistung der Ingenieurskunst in die Geschichte eingehen wird. Och ja. Gute Planung ist unerlässlich. Die Vermessungsarbeiten zeigen, dass sich 2 mögliche Routen für die Trasse anbieten. Du hast das letzte Wort. Ach ja. Wähle eine Route mit längerer Bauzeit, dafür weniger Materialkosten oder kürzere Bauzeit mit mehr Materialkosten. Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage, wie wir das machen wollen. Ich hätte jetzt kürzere Dings mit mehr Materialkosten gesagt. Weil durch Material transportieren verdienen wir Geld. Nun denn, so soll es sein. Jetzt muss nur noch alles zur Baustelle verbracht werden. Ach ja. Okay, die Baustelle ist hier unten. Okay. Ja, ich glaube, damit können wir arbeiten. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie Stahl dorthin kriegen. Das sollte aber auch gehen. Wir brauchen einen Hafen. Habe ich gerade beschlossen. Und zwar einen Güterhafen. Der Güterhafen, der kommt nach hier. Genau, dann brauchen wir eine Straße, um den Hafen anzuschließen. Ja, die machen wir nach hier.
Und dann brauchen wir noch was zum Entladen. So, hier. So, dann der Stahl, der produziert wird. Wie ist das? Ist das 1 zu 1? Ist das 2 zu 1 das Verhältnis? Das ist 2 zu 1, okay. Ja, dann ist es ja sowieso egal. So, nach der Haltestelle 4 darf der dann nämlich noch hier entladen. Ja, der Hafen ist in Reichweite. Und dann... Oh, warte, gibt's Bonusaufgaben? Nee, gibt's noch nicht. So. Genau, dann braucht man noch eine weitere Linie hier fürs Schiff. Von hier nach hier drüben. Wir brauchen noch eine Werft für ein Schiff oder zwei. Mal schauen. Vorerst erstmal eins, um... Ja. Ja. So ein kleiner Wilhelm, würde ich sagen. So, Linie 4. Zack. Hau rein und ja, Geschwindigkeit können wir auch wieder hochdrehen. So, währenddessen können wir uns hier weiter um Personenverkehr kümmern. Ja, hier schön von den Kopfbahnhöfen aus. Der Kutzker Zobelzüchterverein bittet um Hilfe. Ach ja. Du sollst Werbung für das nächste Verbandstreffen machen. Okay. Indem du dieses in der ganzen Stadt lautstark ankündigst. Ja, mach ich. Drehe eine Runde durch die Stadt und werbe für die Sache der Zobelzucht. Richte eine Buslinie ein. In welcher Stadt? In welcher Stadt soll ich das machen? Irtrutsk. Wo ist Irtrutsk? Da oben. Ach ja. Okay, ja, das sollten wir auch hinkriegen. Da oben haben wir sogar schon einen Bahnhof. Da können wir irgendwann sogar Züge fahren lassen. Ja, komm. Das machen wir kurz noch zwischendurch. So, mach mal hier. Dann einmal hier vorne. Hey, die Stadt ist so groß, die könnte mehrere Buslinien vertragen. Die ist so riesig. Ja, komm, wir fangen einfach mal mit einer an. Steigern können wir uns später immer noch. So, dass wir da noch eine Querlinie irgendwann reinziehen. Oder, ja, komm, das machen wir einfach direkt. Wenn schon, dann richtig. Beziehungsweise wir machen es mit einer Linie, aber... Genau. So, dann hier vorne wieder. Achso, hier müssten wir umsteigen. Gut, da ist jetzt der Stationsabstand etwas gering, aber auch nicht schlimm. So, dann hier noch irgendwo ein Busdepot. Und wir brauchen ein paar Fahrzeuge. So, sagen wir mal 10. Die kaufen wir, schicken sie auf eine neue Linie. So, neue Linie. Genau, und diese neue Linie fährt von hier. Hier runter. Genau. Dann wieder hier hoch. Nach hier hinten. Wendet dort. Fährt wieder runter Richtung Bahnhof. Und ja. Der Zobelzüchterverein entpuppt sich in Wahrheit als eine konspirative Gruppe subversiver Subjekte, die den Zaren stürzen wollen. Ach nö. Du musst die Treffen tunlichst verhindern. Durch genaues Filtern werden sie sichtbar. Okay. Wie soll ich denn filtern? Ist jetzt die Frage. Soll ich hier irgendwie Landnutzung? Oder wie soll das gehen? Gibt es hier irgendwelche Gebäude, die keinen Zweck haben? Hier ist doch was. Ist das einer? Ja! Oh, sehr schön. Okay, ich... Dann ist hier noch ein nutzloses Gebäude. Tada! Ist ja schön. Ja, machen wir einfach mal die Opposition platt. Und tada, der nächste. Ups. Den zersetzenden Kräften konnte Einhalt geboten werden. Die Gefahr ist gebannt, die Monarchie gerettet. Ja, das muss ja. Wir müssen die Monarchie retten, bevor der Kommunismus kommt. So, drei neue Busse können wir auch kaufen. So viele, wie da oben mitfahren wollen. Wie groß ist denn der Kursk? 300? Okay. Okay, gut, damit, ja, da wollen schon viele. Dann sicherlich mitfahren. Und ja, komm, wir können hier auch nochmal einen weiteren Bus kaufen. Ja, da warten so viele an der Haltestelle. Und was wir auch noch jetzt tatsächlich mal machen könnten, ist noch hier endlich mal unser Depot anschließen. Hervorragend. Ja. Die erste Etappe ist vollendet. Ach, so schnell. Zwar Nikolaus zeigt sich hoch erfreut.
Doch das Terrain ist tückisch. Ein matschiger Morast im Sommer, beinhart gefroren im Winter. Dank stabiler Stahlkonstruktionen werden die Gleise glücklicherweise schön an Ort und Stelle bleiben. Ja. Ohne Material geht gar nichts. Sorge dafür, dass es bis zur Fertigstellung der nächsten Etappe bereitsteht. Liefere die zweite Baustelle. Aha. Oh. Okay. Heißt das, wir dürfen jetzt auch noch... Äußerst interessant. Ja, wie beliefern wir denn die... Eine Gruppe Jagdtouristinnen aus Europa würde gerne einen Bären erlegen. Ach ja. Ungünstigerweise haben die Bauarbeiten die meisten Bären vertrieben. Doch bei den Damen handelt es sich um Verwandte der Zarin höchst selbst. Ah. Ein Bär ist also unentbehrlich. Ja gut. Im Zirkus, der zurzeit in Irkutsk gastiert, gibt es einen müden alten Zirkusbären. Vielleicht lässt sich da etwas machen. Im Zirkus. Okay, den Zirkus haben wir ja schon gefunden. Würde ich sagen, machen wir auch gleich noch. Aber vorher... Ja, vorher möchte ich hier einmal wenigstens die Produktion einrichten, beziehungsweise allgemein die Züge, ja. Das muss ja, dass wir hier mal fahren können. So, dann können wir hier mal ein Signal setzen, hier ein Signal. Ja, hier jeweils Signale. So, dann hier ein Signal, hier ein Signal, hier ein Signal. Ja, hier vorne, da können wir auch mal noch die Gleise irgendwie zusammenführen. Ja, Gleise bauen. So. Dann da nochmal ein Signal. Ja, als Bahnhofseinfahrt. So, und dann hätte ich gerne zum einen einen Personenzug, zum anderen noch einen Güterzug. So, hier vorne können wir nochmal Signale setzen. Hier ein Signal, hier ein Signal. Ich weiß ja nicht, ob wir den Güterzug da unten noch irgendwann brauchen werden. Güterbahnhof meine ich nicht, Güterzug. Vermutlich schon. Genau. Also, so, dann hätte ich jetzt gerne zwei neue Züge. Zum einen eine... Was haben wir denn überhaupt an Passagierwagen? Wir haben gar keine Passagier... Och Mann, was ist das? Ich will hier Passagierzüge fahren lassen. Okay. Dann müssen halt Güterzugwagen... Oh, wir haben neue Güterzugwagen. Dann muss ich wohl nochmal hier das Depot neu öffnen. Ja, jetzt können wir nämlich auch 80 fahren. Haha. Haben wir dafür einen Lokomotiven, die 80 fahren können? Ne, 60 ist Maximum. Die alten konnten, glaube ich, sowieso nur 50. So, wir nehmen jetzt hier einfach irgendeine schöne russische Lok. Hängen hier, ja, hängen da ein paar Cargowagen hinten dran mit Tempo 50, die Steine oder Baumaterial liefern können. So, 42. Ah, komm. Die machen wir schon noch ein bisschen länger. Mittelmäßig, mittelmäßig, ja. So. Na komm. Zu lang muss er auch nicht sein. Kaufen wir und die darf auf eine neue Linie, die von hier nach hier verkehrt. So. Dann stimmen wir hier mal zu. Der Zirkus will schon morgen weiterziehen. Oh. Doch wenn sich genügend Publikum organisieren lässt, bleibt er vielleicht für eine Zusatzvorstellung. Ach ja. Bringe Personen zum Zirkus. Ja, das werden wir irgendwie hinkriegen. Ja, da dürfen die einfach mal hier kurz per Schiff rüberfahren, hätte ich jetzt gesagt. Boah, das wird die unrentabelste Bootstrecke, hey. Das wird dermaßen die unrentabelste Bootsstrecke. So, wir brauchen jetzt hier nochmal irgendwie eine kleine Straße. Von hier unten zum Eingang oder so. Ja, dass wir hier halt irgendwie eine Verbindung haben. So. Juhu, wir haben eine Baustelle beliefert. Genau, dann hätte ich hier gerne nochmal ein neues Passagierschiff. Die neue Wilhelm, die darf auf eine neue Linie. Und die neue Linie führt von hier nach hier. So. Was ist jetzt das Problem? Linie 7. Aha. Ist hier irgendwas von... Hä?
Wir sind doch beides Passagierhafen. Sind die zu nah aneinander? Ist der nicht im Fahrbahn? Besser, ich weiß es nicht. Ja, ich baue einfach den Hafen nochmal neu auf. Allerdings an einer anderen Position, nämlich hier hinten. So, geht's jetzt? Nee, immer noch nicht. Bitte was? Ich verstehe das Problem nicht. Ich verstehe einfach das Problem nicht. Wird schon irgendwie. Ja, komm, wisst ihr was? Wir machen es anders. Ja. Wir verkaufen das Schiff wieder. So. Wir löschen die Linie. Wir bauen eine Brücke. So, wer hätte es gedacht? Es ist mir jetzt so blöd, mich hier mit irgendwelchen Schiffen rumzuschlagen, die nicht funktionieren wollen. Wie bauen nicht möglich? Leute, es wird doch wohl möglich sein, hier eine Brücke zu bauen, oder? Ja, also. Gut, dann machen wir das hier drüben stattdessen. So, 300.000. Ist ja ein Schnäppchen. Ist ja mal ein richtiges Schnäppchen. So. Dann schließen wir das auch direkt da vorne an. Hier brauchen wir nur noch irgendwie eine Querverbindung, die, na, wer hätte es gedacht, mal wieder nicht funktioniert. Wenn ich das richtig sehe. Eieiei. Kriegen wir das vielleicht irgendwie hin, dass wir hier direkt von der Brücke runterfahren? Natürlich nicht. So, kriegen wir das hin, dass wir hier hinten, ja, ein Gebäude wird entfernt, das ist aber nicht schlimm. So. Dann braucht man nur noch irgendwie eine neue Bushaltestelle. Hier hinten. So, Gebäude. Zack. Und, naja, eine Buslinie haben wir sowieso schon. Das ist schön. Die muss man dann gar nicht neu anlegen. Wir müssen einfach nur eine neue Haltestelle setzen. Oh. Und eventuell sollten wir sie an der richtigen Stelle setzen. Spitzt sich zu. An den östlichen Grenzen des Reiches braut sich Ungemach zusammen. Oha. Die Zeit drängt. Sieh zu, dass die Strecke bei Zeiten fertiggestellt wird, damit im Falle des Falles die nötige logistische Infrastruktur bereitsteht. Ja, das wäre wichtig. Der Zar darf auf keinen Fall enttäuscht werden. Also, vorwärts. Es eilt. Schaffe flugs alles, was nötig ist, heran, auf dass die Bahn rechtzeitig fertig wird. Wo ist die dritte Baustelle? Ach, da oben. Oh. Ach, so weit sind wir jetzt sogar schon. Okay. Dann brauchen wir einen weiteren, eine weitere Linie, die von hier nach hier drüben liefert. So, zack. Die hat auch schon hier tatsächlich so ein Schiffsdepot. Ja, da können wir ein Schiff kaufen. Ständig verschwindet Material von den Baustellen. Ach du Scheiße. Wer wohl dafür verantwortlich ist. Gerüchteweise treibt sich eine rätselhafte Kreatur in der Taiga herum. Okay. Ein berühmter Schamane soll Rat wissen. Okay. Ja, um den Schamanen kümmern wir uns auch definitiv gleich. Jetzt ist nur die Frage, wie wir die Baustelle beliefern. Ich glaube, da brauchen wir einfach hier nochmal ein neues Zugdepot, wenn ich das richtig sehe. Ja, kriegen wir aber auch gebaut. Ja, das stellen wir einfach hier neben die Gleise. So, sieht doch ganz schön aus. Das schließen wir dann auch hier an. So, und dann brauchen wir einfach noch einen neuen Zug, der einfach, Stahl und Stein transportieren kann. Tempo 50 ist da, glaube ich, ganz gut. Mit ein paar Wagen hinten dran. Cargo. Genau, Stein. 4 Stück. Oder sagen wir 5 Stück von jeder Sorte. Und der darf auf die Linie 9. So. Genau. Ja, da kümmere ich mich auch drum. Schamane ist auf einem Berg im Südosten zu finden. Berg im Südosten, okay. Ja, dann schaue ich mich doch mal da um. Oh, das ist ja aber mitten im Wald hier. Eieiei. Der Schamane hat gesprochen. Das mysteriöse Monster der Taiga sei zweifelsohne verantwortlich. Es lasse sich nur besänftigen, indem man ihm kostbare Juwelen darbringe. Okay. Die Steine sollen am steilsten Hang im Südwesten zu finden sein. Am steilsten Hang im Südwesten? Der Schamane war im Südosten, oder? Ah, okay, ich sehe es schon, hier vorne. So, da werde ich jetzt das Terraforming-Tool
nehmen müssen und graben müssen. Schätze ich. Ja. Oh, schön. Und seltene Exemplare. Ach ja. Sie strahlen eine ganz ungewöhnliche Energie aus. Mhm. Interessant. Was? Wie soll ich die jetzt zum Schaman bringen? Soll ich wieder... Ach so. Ich soll einfach hier vorne draufklicken. Okay. Und zwar nicht mit dem Gleis. Der Schamane war so freundlich, die Steine an das Monster der Krieger zu übergeben. Für jemand anderen sei das zu gefährlich, hat er gesagt. Ah. Tatsächlich, das Ding scheint besänftigt. Immerhin verschwindet kein Material mehr. Ich würde jetzt ja davon ausgehen, dass der Schamane einfach das Material geklaut hat und sich jetzt noch über Edelsteine freut, aber man will ja niemandem was Böses unterstellen. So, Publikum zum Zirkus bringen. Irgendwie klappt das noch nicht so ganz. Könnte aber auch daran liegen, dass unsere Buslinie hier etwas überlastet ist. So, deswegen kaufen wir hier mal ein paar neue Fahrzeuge. So, Zeit kann auch wieder schneller laufen. Wie sieht's aus hier? Gütertransport. Ja, komm. Fahrzeuge, da können wir auch nochmal ein paar neue LKWs draufschicken. Ja, damit hier die Stahlproduktion ein bisschen flotter vonstatten geht. Und dann wird das doch was. Ja, hier unten wartet da mittlerweile wieder Stahl. Wenig. Der Zirkusdirektor ist bereit, dir den müden Bären gegen eine Lieferung Baumstämme zu überlassen. Damit kann er die morschen Zeltpfosten erneuern. Ach so. Okay. Ja gut, dann braucht er Baumstämme. Kriegen wir aber auch... Ja, komm. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, da müssen wir halt mit dem LKW durch die Stadt durch, aber Emissionen sind mir hier in der Kampagne komplett egal. Ja, das, was da mit Emissionen auf sich hat, das ist mir relativ egal. So, setzen wir einfach hier mal eine LKW-Station hin, dann müssen wir hier hinten entladen können, können wir auch. Dann brauchen wir eine neue Linie. So, nach hier drüben. Und diese neue Linie, die braucht noch Fahrzeuge. Und ich würde sagen, hier zwei LKWs reichen. Oder so drei. So, Linie 10. Tada! Beeilung. Fahrt so schnell ihr könnt. So, ich hoffe, der, ja, der schreibt die Produktion schon mal hoch. Das ist schon mal sehr nett. Okay. Ja, und hier, genau. Wie sieht's aus mit den Kutschen? Die fahren auch ganz gemütlich hier durch die Stadt und erwirtschaften hoffentlich einen Gewinn. Ja, auf der Straße machen wir Gewinn, auf der Eisenbahn ein bisschen miese, auf dem Wasser ein bisschen viel miese. Investitionen haben wir auch einige. Ja. Gut, wir sollen noch weiter Sachen liefern. Ja, gut. Ich meine, hier haben wir ja unsere schöne Dampflok, die ja hier ordentlich rüber liefert. Und ja, hier kommt auch mittlerweile wieder Stahl an. Das ist doch schön. Hat der Stahl dabei? Ja, der hat Stahl dabei. Das ist auch schön. Juhu, das wird doch was. Ja, der muss es jetzt nur noch alles rüber transportieren, der Zug. Aber das kriegt er auch noch hin. So. Ja, können wir denn in der Zwischenzeit was tun? Wir können uns ja schon mal für den Fall, dass wir irgendwann noch Personenzüge kriegen sollten, uns hier um eine Buslinie kümmern. Ja, die kann dann ja auch noch Gewinn machen. Wird sie vermutlich auch. So, da fahren wir nämlich einmal in einem Kreis rum. Hätte ich jetzt gesagt. Und, ja. So, ich merke auch schon meine Stimme. Die wird gerade auch ein bisschen beansprucht. Das heißt, wir sollten gleich mal eine Mitfahrt machen, wo ich nicht ganz so viel sagen muss. Ja, dass ich nebenher noch mal ein bisschen was trinken kann. Das wäre auch von Vorteil. Ja, jetzt bauen wir aber. Oder, ja. Jetzt richten wir aber erstmal noch hier vor uns die Linie ein. So, neue Linie. Einmal hier schön durch die Stadt durch. Genau. Oh, da haben wir einen vergessen. So, und dann hier hinten dran wieder komplett zurück. Okay, schön. Dann Baumstämme haben wir auch schon am Zirkus und... Ja, komm. Wir müssen jetzt hier einmal ein kurzes Stück mitfahren. Es geht nicht anders. Ja. Genießt einfach kurz die Landschaft und ja, wir sehen uns gleich wieder.
Okay. So, sollte wieder gehen. Ja, der Zug, der ist jetzt auch schon am Bahnhof. Das ist schön. Und ja. Genau, hier unten, da wird ganz fleißig gefahren. Eventuell. Ja, komm, eine weitere Kutsche kann hier auch noch drauf. So. Um die Wartung kümmern wir uns aktuell mal noch nicht. Dann hier hinten. Ah, okay. Die führt einmal zum Kartenrand. Was können wir sonst noch? Ja, gerade können wir, glaube ich, recht wenig machen, außer hoffen, dass hier unser Stahlschiff ein bisschen schneller ist. Ja, da können wir dann die Zeit wieder beschleunigen. Und naja, ich meine, hier hinten, das wird ja schon mal ganz gut verarbeitet, so wie das aussieht. Ja, so für die letzte Etappe. Damit wir hier jetzt vermutlich demnächst dann Munition liefern können. Und ja. Ach nee, der hier hätte gerne. Genau, dahin müssen wir die Munition liefern und die kommt letzten Endes von... Wo wird denn die dann hergestellt? Ich hatte doch hier oben schon was gesehen, genau. Genau, der produziert Munition. So, das heißt, ja, der ist schon angeschlossen, der da unten auch. Das sollte also relativ gut gehen. Ja, die Frage ist, wollen wir da nochmal irgendwo ein zweites Gleis für mehr Züge? Also ich glaube, gerade auf dem zentralen Abschnitt würde es halt Sinn machen. Ah, naja. So, der hier vorne, der fährt auch schön voll. Jo, gefällt mir. Das gefällt mir. So, jetzt kommt hier ein bisschen Stahl rein. Und sobald er da... Ja, gut, der hat jetzt halt keinen Stahl dabei. Und Stahl fehlt da halt noch ein bisschen mehr. Wie Stein. Aber sobald er das nochmal gefahren ist, dann haben wir das. So. Wir haben auch zwischenzeitlich noch keine Personenwagen gekriegt, oder? Fahrzeuge. Hier, Passagier. Ach Mann, das ist... Personenzüge. Jägerinnen sind unverrichteter Dinge abgereist. Der Bär ist verschwunden. Er soll einen Postboten erschreckt und dessen Fahrrad gestohlen haben. Darauf ist er dann mit herausgestreckter Zunge davongefahren. Okay, interessant. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, auf welche Geschichte das anspielen soll. Mit dem Bär, der einen Postboten erschreckt und ja, die ihm die Zunge rausstreckt und das Fahrrad klaut. Aber okay. Ihr könnt es mir ja in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst. Ja, fände ich auch ganz nett. Schreibt mir was in die Kommentare. Schreibt mir allgemein in die Kommentare. Wollt ihr mehr Kampagnen sehen? Wollt ihr mehr Loreland sehen? Wollt ihr mehr andere Spiele sehen? Kann ja auch sein als Stress Ball Fever 2. Ja. Haut's einfach rein. Ich freue mich immer über Feedback und ja, ich kann da eigentlich nicht genug Feedback kriegen. Nein. Also, solange es konstruktiv ist. Wenn es da einfach nur steht, deine Videos sind blöd, ohne Grund, warum sie blöd sind, dann... Naja, ich kann das lesen, ich kann es zur Kenntnis nehmen, aber ich kann nichts verändern, weil ich weiß nicht was. Ja, das mal so nebenbei. Und, naja. Genau, so, was haben wir denn hier? Hier haben wir Fische. Ja, könnten wir auch mal rein. Oh. Hallo? Ja, die sind gerade zu schnell. Ah, jetzt. Jetzt habe ich welche. Tada. So, schwimmen wir nochmal hier ein bisschen durch. Juhu, wir schwimmen. Sehr schön. Egal, genug. Genug des Fischebeobachtens. Ja, mehr braucht man nicht. So, Bär entwischt. Ja, das ist schön. Ja, fehlt nur noch Stahl, aber Stahl kommt gerade auch ganz gut an. Ich weiß nur nicht, ob der reichen wird. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da muss er nochmal fahren. Aber lange dauert es nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut. Wir können uns ja schon mal Gedanken machen, was für Züge wir... Oh, ich sehe auch schon, die wird schon ordentlich gebaut hier, die Strecke. Ja, komm, wir bauen schon mal ein zweites Gleis. Ja, damit wir es haben. Ja, ist jetzt ja nicht so teuer und wir haben echt noch massig Geld hier in der Kampagne. Ich weiß nicht, wie man hier Geldprobleme haben kann. Ich weiß es nicht. Ja, das geht hier schon mal ziemlich gut. So, bauen wir hier ein schönes Signal. Zwischendrin bauen wir hier nochmal ein Blocksignal. Ich glaube nicht, dass hier der wahnsinnsgroße Verkehr rumrollen wird. Oh. Ich glaube, jetzt habe ich den Zug ein bisschen verschreckt. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, Zug. Ich
Ich wollte dich nicht erschrecken. So, wenn du nochmal. Genau. Nimm hier einmal die ganzen Güter mit. Und dann schau zu, dass du rüberfährst. Genau. So, einmal Fullspeed rüber. Sehr schön. Dann hier unten Ulan-Ude. Ulan-Ude geht's gut. Das ist doch schön. Ja. Ich will hier Passagiere. Werde ich nicht kriegen. Glaube ich. Ich glaube, hier geht es nur um Güterverkehr, auch wenn es natürlich für Passagiere hier, denke ich, sehr, sehr schön wäre. Und was, naja, also, wenn ich mir so die Streckenführung hier anschaue, wäre es nicht eigentlich sinnvoller, wenn man sagen würde, naja, man lässt die Leute hier in Mysowskia oder in Baikalsk einfach in ein Schiff steigen, rüberfahren mit dem Schiff und dann, ja gut, wobei wir sind in Sibirien und, ja, wenn das zugefroren ist, dann kann er natürlich auch kein Schiff fahren. Okay, Frage beantwortet, nein, wäre nicht sinnvoller. Eine Eisenbahn ist dann natürlich schon sehr, sehr schön. So, und? Ja, komm, macht einen Lückenstoß. Sehr schön. Vollbracht. Das soeben vollendete Bahnprojekt hat den Einfluss Russlands in Ostasien gesichert. Ja, das ist doch schön. Das sieht man im Lande Japan gar nicht gern. Oh. Es hat dem Zarenreich den Krieg erklärt. Ach, nö. Und soeben angegriffen. Was? Es gilt, schnellstmöglich zu handeln. Okay. Sorge dafür, dass der Nachschub an Kriegsmaterial nach Osten an die Front gelangt. Ja, machen wir. Machen wir sofort. Ja, hier nochmal Signale, hier Signale. Wie viele? Oh, 150. Heieiei. Okay, da brauchen sie aber ordentlich was. Gut, dann, was kann ein Kriegsmaterial transportieren? Beziehungsweise erstmal brauchen wir diesen Zug hier noch. Ja gut. Ich vermute schon. Falls nicht, können wir ihn immer noch verkaufen. Aber der ist auf jeden Fall nicht geeignet. So, wir brauchen stattdessen hier... Ja komm. Möglichst schnelle Loks hier. Tempo 60. Dann Cargowagen mit ja, Tempo 80. Was kann denn hier? Die können hier ordentlich transportieren. Von denen brauchen wir zwei und die dürfen auf eine neue Linie, die von hier oben fährt, nach hier unten. So. Genau. Oh. Da sollten wir hier unten nochmal irgendwo eine Weiche bauen, damit die auch schön im Richtungsbetrieb fahren. Hier von den Gleisen. Ja, da nochmal ein Signal hin. So. Sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Ja, das machen sie auch hier oben alles wunderbar. Und, naja, ich glaube, diesen Zug hier, den brauchen wir nicht mehr, der kann weg. So, zack. Ja, da hinten muss nichts mehr hingeliefert werden, wir sind fertig mit der Baustelle. Was wir aber machen sollten, ist... Ja gut, der Zug kann mal fahren, aber den anderen Zug, den sollten wir wenden. Weil da oben, da wartet schon ziemlich, ziemlich viel. So. Genau, fahr mal direkt hier oben hin, zum Güterbahnhof. Und, ja, den wenden wir auch gleich. So, vorausgesetzt, wir erwischen ihn gerade mal zur richtigen Zeit. Genau. Er soll auch zurückfahren. Weil je mehr wir davon transportieren können in einem Rutsch, desto besser. Ich meine, es sind ja nur 150, die wir runter transportieren müssen. Also im Prinzip zwei Fahrten und wir haben's. Ja. Hätte der die Kapazität, dann würde sogar eine Fahrt reichen. Aber der hat die Kapazität halt nicht. Und deswegen, ja, machen wir's halt so. So, der muss auch schauen, dass er jetzt hier möglichst schnell Richtung Port Royal kommt. Port Baikal, Port Royal ist was anderes. Und, ja. Genau. Da schauen wir einfach mal. Aber das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus, was der da fährt. Nur gleich hier die Bahnhofseinfahrt wird ein bisschen, langsam. Und, ja, was wir theoretisch auch machen könnten, wir umgehen hier diesen Bahnhof einfach. Ja, da ist mir die Höchstgeschwindigkeit, die gefahren werden kann, zu langsam und die Strecke zu umwegig. Ja, da bauen wir einfach mal so eine Weiche. So. Damit sind wir dann natürlich auch nochmal ein bisschen schneller. Insbesondere für den zweiten Zug ist das gut. Und, naja, ey, kommt, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir sind jetzt ganz verrückt. Ernsthaft? Oha! Was soll das denn? Jetzt ist, Heieiei. Ich wollte ja einfach nur eine Brücke drüber bauen. Gebiet gesperrt. Ich,
Ich darf nicht über den See bauen. Och, Mann. Ich dachte schon, ich trickse hier ein bisschen die Geschichte aus, aber nein, das darf ich nicht. Ach, Manno. Okay, gut. Aber dann, Züge, fahrt mal. Ja, fahrt mal schön hier unten hin nach Ulan-Ude. Ja, wie lange sind wir jetzt dran? So etwa eine Stunde, hätte ich gesagt. Das wäre ja noch okay. Also wenn wir die Kampagne... Also wenn das jetzt die letzte Mission der Kampagne ist, das wäre doch schön. Oder? Ja. Das wäre dann ordentlich von der Zeit her. Ja, hätte ich nichts zu bemängeln. Und ja, so wie es aussieht, hier die Altzüge, die können wir eigentlich verkaufen. Die brauchen wir nicht mehr. Die haben nichts mehr zu transportieren. Gleiches gilt hier, hier fürs Schiff. Machen alle nur miese. So. Gleiches gilt für das Schiff hier. So. Die LKWs, die, ja, die dürfen fröhlich weiterfahren. Die machen Plus. So. Jetzt kommt Fahrt. Eventuell können wir uns ja mal reinsetzen. Schön bei vierfacher Geschwindigkeit, dass wir keine Zeit verlieren. Aber doch zumindest ein bisschen was sehen. Juhu! Die schnellste Dampflok der Welt. Heieiei. Ja, also, wenn ihr mal so schnell mit einer Dampflok unterwegs seid, dann... Ja. Das ist ja schon Achterbahn-Style hier. Hey. Wenn das keine Achterbahn ist, was dann? Ich weiß es nicht. Aber nur gut. So, hier ein ganz kurzer eingleisiger Abschnitt. Einfach, weil ich zu faul war, die alten Weichen abzureißen. Oder halt die Weichen, die das Spiel dahin gesetzt hat. So, und jetzt ganz gemütlich hier am See längs. Mit ganz entspannten 60 km/h. Auf vierfache Geschwindigkeit werden ja 240. Also, ich meine, es gibt die ICEs, die können nicht so schnell fahren. Insofern, ja, schon entspannt, sowas mit einer Dampflok zu machen. Oh, da kommt auch der Gegenzug. Das heißt, es dauert nicht lange und dann haben wir die Munition da vorne. Also, wenn da der Staatsanwalt nicht stolz auf es ist, dann weiß ich auch nicht weiter. So, auf geht's. Fahrt hoch und ja, da vorne ist dann auch der Bahnhof, wo das Zeug hin muss. Hier können wir wieder aussteigen und ganz schön genießen, wie wir jetzt hier ganz viel Geld kriegen. Und ja, unseren Auftrag so ganz entspannt nebenbei noch erfüllen. Wie sich das halt gehört. Ja, der tickt hier schön fröhlich hoch auf 150. Ja, mehr konsumiert er anscheinend nicht. Und dann, ja. Und der gute Zar war auch schon populärer. Ach ja. Aber immerhin bleibt dem Russischen Reich die beeindruckendste Bahnlinie der Welt. Ja, das, ja, ist doch schön. Muss ich auch irgendwann mal fahren. Die transsibirische Eisenbahn habe ich noch nicht gemacht. Wäre aber, denke ich, auf jeden Fall mal interessant. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und was mich auch freuen würde, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert doch diesen Kanal. Ja, dann kann ich leichter gefunden werden und ist natürlich auch motivierender, wenn man mehr Abonnenten hat, dass man dann Videos hochlädt und was für YouTube macht. Ja, also klar, mir macht Spaß, auch wenn es doch ein sehr, sehr kleiner Kanal ist, aber mehr macht natürlich auch immer Spaß. Ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao!